Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung mit Terra Life Plus, und zwar die Holze Map. Warum spreche ich richtig aus? Starten wir das ganz kurz. Mach einfach bestätigen. Das passt schon so. So, ja, Spielzahl ist auch da. Gut. Also, die Karte ist für mich ja auch komplett neu. Und das ist schon mal ein schöner Startpunkt. Gehen wir langsam, ne? Das ist schon mal ein Hof hier, ne? Wahnsinn. Oh. Wir werden hier auch nicht groß reinkommen, weil der Hof ist ja nicht gehört. Aber so sehen können, ist schon mal interessant. Ja, ich hatte ja gestern. Also. Gestern ja. Gestern, was gestern? Gestern. Ja, gestern glaube ich. Oder Samstag. Irgendwas hatte ich einmal die Thüringen-Karte vorgestellt gehabt. Also, was ist bei Terra Life so anders? Es geht im Grunde um Realismus. Das ist der Hauptgrund. Zum Beispiel gibt es hier Futtermittel. Kann man dann kaufen. Und da hat man hier verschiedene Sorten. Also. Und man kann, wichtig ist, also man geht von vorne lang, im Prinzip Palette halbieren. Man kann aber auch noch weniger nehmen, einen Sack oder Big Bag. Da kann man hier entsprechend auf 8 nehmen oder auch 1. Man kann aber natürlich auch, also ja, Big Bag, den Silo-Anhänger nehmen. Das ist ganz praktisch. Man muss nur hier immer gucken, dass man da auch das haben will, was man bekommt. Ne? Also der verschiedene Sorten. Und der Silo-Anhänger, das ist auf Mietbasis, der verschwindet, sobald man den, der leer ist, ist er weg. Ne? Das zu den speziellen Sachen. Da gibt es natürlich das hier mit den Karotten, Butterrüben und so. Ne? Da gibt es hier mehrere Fruchtsorten. Das ist ja auch. War das hier? Ne, da. Also, das ist die Karte. Das ist ein Nachbau einer. Oder was die Eifel? Na, jedenfalls ist das, ich glaube, ist das doch sie von Bayern, ne? Das ist ein Nachbau von der Karte. Also von der Region. Man hat auch viele Gebäude genommen, die vor Ort existieren. Hier ist ein Wolleverkauf. Ja, Schredderkirchen muss geladen werden. Brief. Ja. Halt wie schön, ne? Ja, hier gibt es ja die Besonderheit. Nein, nicht hier, aber allgemein. Also Fruchtsorten. Also hier, wir haben hier praktisch den Sommerweizen, auch Winterweizen. Und verschiedene Früchte. Jede Terra Life Karte hat aber im Grunde auch verschiedene Früchte. Das muss nicht alles gleich sein. Also es kann das eine oder andere ist dann da nicht vorhanden und dann hier vielleicht schon, ne? Ne? Und wie häufig zum Beispiel, ich kann mit Biest mich nichts anfangen, keine Ahnung, was das ist. Aber bestimmt Fleisch, Tierfutter oder so. Und hier gibt es mehr Silagensorten, Maisstroh, unterschiedliche Sachen halt, ne? Und die Karte geht, also Terra Life geht nur für die Karten, wo praktisch, wo die Karte in Terra Life eingearbeitet wurde, so wird es gesagt. Es sind aktuell 4 Karten unterwegs, alle Namen jetzt nicht im Kopf. Aber wir kaufen noch ein Auto. Wow, oh, kleines, ne? So. Hier ist der Händler. Oh. Maschinen. Gehört dir. Wahnsinn. Wir gar nicht kaufen müssen.
Wahrscheinlich, weil der Hof schon mit bei ist, ne? Oder der würde praktisch. Hier ist die Werkstatt. Vielleicht gibt es gar keinen Händler. Oh, guck mal da oben. Das müssen die Weihnachtselche sein. Aber das kann auch ein Fehler von Giant sein. Also muss nicht unbedingt von der Karte sein. Oh, Ballon. Also gut. Wir fahren mal eine Runde. Ey, Lenkung geht sogar. Ich habe immer Probleme mit Lenkung. Das meistens das nicht so hinhaut. Fahren wir eine Runde. Mal gucken, wo jetzt die einzelnen Höfe sind. Ich habe, wo sind wir aktuell? Da müssten wir hin. Wäre eine Option. Wo sind wir überhaupt? Da oben. Wir fahren mal hier ran. Aber wir fahren in eine andere Richtung, ne? Der Gelände tauglich. Ja. Ich meine, man muss jedem bewusst sein, dass die Karte oder die Terra Live allgemein ist ein bisschen umfangreicher als als Vermeist Plus, würde ich behaupten. Und naja, glaube ich, fahren trotzdem in die verkehrte Richtung, oder? Na, jedenfalls ist hier der Aufwand höher als normal. Und aber Tiere, es gibt hier mehr Tiere als in der normalen Karte. Habe ich jetzt in Türen gar nicht gezeigt. Also ich hatte gesehen, ein Bullen für 15.000. Anscheinend ist das so, dass man die Tiere dann züchtet, dass man am Ende auch Geld verdienen kann. Der Bulle, ne? Also das sind ja ganz andere Fleisch als wir fahren hier mal lang, das passt schon so. Als eine Kuh. Eine Kuh ist ja viel kleiner. Und da ist zu Ende die Welt. Ja, hat vor der Sturm Wallung gelegt. Ja. Dazu. Ah, hier schon was hier Schönes. So. Ja, so kennt man das, ne? In Bayern. Ach, hier kann man was machen. Ah, gut, hier. Biergarten. Eigentlich Kastanien. Ganz gerne. Ja, also hier schon die Gasthaus. Da geht's nicht heute. Ja, ansonsten gibt es verschiedene Grassorten. Wie gesagt, haben wir auch Getreide, mehrere Sorten. Sehr umfangreich, also da muss ich schon Zeit mitnehmen. Wir fahren mal hier wieder runter, vielleicht ist doch die Richtung zum Hof. Noch nicht so lang ziehen die Karte, also Vorstellung, eine halbe Stunde maximal ungefähr. Ja, Gas geben, ne? Also ich kenne die Karte nicht, von daher ist das ein bisschen nicht ganz so einfach. Also hier war auch was. Hat er mal verkauft. Wir haben bei mir ist gibt es eine, das nennt sich Tegelnbühne oder so. Das kann man, da gibt es so Theater und so ein Zeug. Mir gesagt nichts. Ah, hier schon ein Hof. Stück davon. Hm. Spielplatz. Stall. Ja. Wir kommen garantiert nicht rein. Auch mit dem Händler oder sowas hier. So,
Atom ist da, ne? Oh, Hauptstraße. Ah, Schilder, das ist gut. Rakete. Nur von einer Richtung, das wird ein bisschen ungünstig. Also, Käserei, Händler und Landhandel. Naja, das wäre aber vielleicht praktischer von beiden Seiten zu sehen wäre. Oh, ich glaube, hier ist Ende. Deswegen geht es auch nur von der einen Seite. Okay, das ist halt so, ne? Da. Aber nichts gesagt. Also hier ist viel Verkehr. Urlauber? Sicherlich ist ein See und so, ist interessant, ne? Ja, Feld ist recht klein. Oh, das ist jeder sein eigenes. Ah, hier gibt schon Kühe. Ah, da kann man gleich mal gucken, ne? Ja. Okay, Schafe. Kleine. Verschiedene Wachstumsstufen, was jetzt alles näher praktisch schon im LS25 kommen soll. Nur hier sind auch männliche Tiere dabei, ne? Man so nicht sehen kann, aber nicht so wichtig. Der Zaun hat ein Loch. Hier Enten und so, ne? Interessant. Hier Kühe. Ups. Da ist ein Hund. Muss aufpassen, ein Wolf hier. Okay, einer mit Hörner. Hat du Eier? Nee. Kuh. Oh, Bullen. Also normalerweise noch ein Bulle. Das ist wohl hier Mast. Alles männliche Tiere, wie es aussieht. Bin ich nicht so. Aufpassen. Oh, Pferde haben wir auch. Haben sie auch schön gemacht, ne? Also wie war das ungefähr? Da gibt noch viel mehr zu tun. Also ich hoffe, dass ein 25er ziemlich schnell kommt, weil das ja auch dann schon mal eine Grundgerüst da ist, in der Hoffnung, dass es dann auch schneller geht, ne? Oh, ich verursache einen Stau. Ich werde vorbeifahren, ne? Also ist da so schwierig. Ja, Tiere gibt es ja viele und klar, also Fruchtsorten. Gibt es nicht. Mal ignorieren, ne? Wie das letzte hier noch gibt es. 17er waren Leute mit Blitzer oder 19er. 19er glaube ich nicht, ja. 17er hat Blitzer. Wie das typische. Das Ganze. Also eher Bayern in die Richtung Österreich, das Gebäude. Wo fahren wir jetzt hin? Ja, im Grunde. Die Zeit viel zu kurz. Hier ist so eine kleine Ortschaft. Oder Mini-Ortschaft. Hier so ein Parkplatz, ja, genau. Wie sich das gehört, ne? Für die Fernfahrer oder auch die aber das ist die Karte und ist ja richtig schön fast so wie in echt satellitenmäßig, ne? Gucken wir mal. Höfe kommen. Ja, da ist der erste Hof. Ja, aber hier ist zu Ende. Hier ist Ende. Ja, ist Ende. Ja, da kommen wir gar nicht hin. Wo befinden wir uns da oben? Also Grunde. Ganze Gescheune, wenn wir jetzt irgendwie mal gucken, dass wir
Naja, rechts abbiegen. Ja, die Karte ist mir komplett fremd, also. Ich mache ja die Thüringen und die Marsch und die Crossing als normales Let's Play. Aber für einen Neuanfang ist mir ist im Prinzip jetzt schon zu spät, ne? Also. Und wäre gerade interessant. Einige große Felder haben sie auch, ob das eine Vierfachkarte ist oder eine Einfach. Das kann täuschen, ne? Ein bisschen noch Karte gucken. Sonst, wie gesagt, eine halbe Stunde brauche ich maximal. Ich will es auch nicht überdehnen, das ist das ganze Problem. Also Händler haben wir gesehen, ein paar Verkaufsstellen, einen kleinen Bauernhof. Also hier mit großen Fahrzeugen bleibt es schwierig, aber ansonsten wäre es Gebührungssache. Ne? Und die brauchst ein Navi. Treibhäuser. Und noch ein Hof. Da passe ich nicht rein. Müsste Art Schafe sein, ne? Auf jeden Fall, sie müssten Kühe sein, im Großen. Ja, so typisch bayerisch, ne? Ja, passt ja auch. Eine Halle. Ja, Lager. Für Heu und für Stroh. Man sollte aber Heu erstmal auslüften lassen. Sonst kann es zum Feuer kommen, ne? Also das erhitzt sich dann selbst, wenn es noch zu nass ist. Immer mit Vorsicht. So, hier ist Sackgasse. Glaubt ihr mal. So. Hauptsache das ist nicht allzu schnell. Zu schnell. Das ist jetzt. Ja. Müsste mal gucken, wie wir weiterkommen. Wie gesagt, das ist alles doch recht klein gehalten, aber wie gesagt, das ist, wenn man Spaß hat. Also ich ziehe meistens Vierfachkarten vor und die großen Felder. Warum weiß ich auch nicht, aber immer hier auch sicherlich genug Arbeit. Also Arbeit ist hier auch an. Hundertprozentig. Das sind auch alles eingezäunte Flächen, vielleicht kann man da auch die Tiere reinlassen direkt. Diesen Mod dazu. Wie es nun genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber ich habe es in Thüringen nicht gebraucht bisher. Ja, so viele kleine Wege. Aber das ist ja, hat ja jede Karte seinen Reiz, ne? So ein Mini-Hof hier. Hier kann man sich ein Lager nehmen, ne? Kann man gucken, ne? Kann man nicht reingucken. Stallmöglichkeiten, Misthaufen, das wird hier sicherlich da sein. Und Stall dabei. Ne, Wohnhaus. Schiffe waren hier auch. Ja, alles waren, ne? Also. Sei halt, die Karten bauen ist ja auch nicht gerade. Wird heute auch morgen getan, ne? Das ist ja halt so. Hier ist noch ein Kuhstall. Kann man hier reinschauen. Einfach ein bisschen. Ah. Und hier machen wir Möglichkeiten so weiter und so, ne? Ja, rein kann man nicht. Gucken kann man auch nicht. Richtig. Na. Beim nächsten Sturm fällt sie um. Ich habe schon Heulager so ähnlich. Denke mal. Ja, sieht so aus, ne? Hier sind Kühe drin.
zumindest beißen die was. Da sind noch mehr Gebäude. Aber hier gibt es ja auch viel Wald, ne? Kann man ja die austoben. Hier ist das hier Gebäude mit Lager und so für Fahrzeuge, kleinen Garten, Kräuter und so, ne? Ja, das habe ich auch hier bei mir zu Hause teilweise. Nicht so ähnlich, aber es ist recht klein, aber die Stelle haben sie nicht mehr. Also das sind ja hier überwiegend Bauern in dem Erwerb und kleine Flächen. Von dem kann man nicht mehr, die arbeiten alle im Prinzip. Die machen es nebenbei. Ja. Ob man davon reich wird, der klappt glaube ich eher nicht, aber wie gesagt, die einen machen Computerspiele und die anderen arbeiten auf dem Feld. Ne? Beziehungsweise im Grunde, wenn du jetzt einigermaßen Maschinen hast, Flächen hast, dann hast du mal einen Tag Aussaat, probieren, vielleicht flügen. Bis zu mehrere Tage beschäftigt, mal am Samstag und so, zwei Tage und dann hast du die Ernte, ne? Oh, hier ist ein Felder hier. Sägewerk, Viehhändler. Gut, Schilder sind da, das ist praktisch. Das finde ich gut. Da kann man sich leichter orientieren, ne? War ich hier schon mal? Glaub schon. Ja. Da, ja, hier ist das Pferdehof. Wir fahren noch mal rechts hoch. Ne, hier war ich mal gewesen, glaube ich. Also. Ansonsten. Ja, mal hochfahren. Ja, genau, hier Viehhändler und so. Händler, das war. Hier waren wir schon mal. Das soll schon vorher gewesen sein. Ich denke mal, haben wir genug gesehen. Als kurze Vorstellung. Nochmal die Karte reingucken. Hier geht's hoch, Wald. Viele Felder. Hier wieder überall Wald. Also hier kann man sie austoben. Wer ja, gerne Forst mag. Ja, und immer so. Ab wann? Da wird sicherlich irgendwann nicht mehr gehen. Das ist hier die Grenze. Es scheint hier so die Grenze zu sein. Das wird man. Man kann zwar, und da wollte ich ja hin. Da war hier Schluss. Ist halt so, ne? Ansonsten ist hier noch recht viel, ist der Händlerbereich, wo wir waren. Und hier die Stadt ist hier auch nicht erreichbar. Aber hier wird es dann Schluss sein. Wird da einfach gerade sein, würde ich behaupten. Das soll schon heute gewesen sein als Vorstellung. Ich hoffe mal, hat es gefallen. Was gesehen. Da waren wir doch noch nicht. Oder doch. Kann sein. Also alles, denke mal, in einer kurzen Zeit ist nicht möglich. Wir haben keine Punkte, ne? Nein, da sind auch keine Punkte. Das müssen einfach gerade sein. Oh, das ist egal. So hat ja jeder sein Hobby. Ist ja schön, schön lange Zeit. Ciao und vielleicht bis nächstes Mal. Tschüss.